Hallo, wir sind auf der Prowein in Düsseldorf und wir machen jetzt einen großen Schritt über alle Ozeane bis nach Australien. Wir haben hier einen australischen Weinmacher, der in Zukunft uns begleiten wird. Wir alle lieben australische Weine schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Nicht erst seit vielen Jahren, seitdem wir modern geworden sind, sondern wir lieben sie seit Jahrzehnten. Und auch wenn wir jetzt in Englisch switchen, ich werde versuchen, zwischendurch immer das Gesagte nochmal in Deutsch zu übersetzen. Und zwar, ich habe hier neben Travis Fuller auch noch Lawrence Moser den Fünften. Wir drei sind so eine Art heilige Dreifaltigkeit, was den Wein von Killiecanoon angeht. Killiecanoon ist das Weingut, von dem wir heute sprechen. Es produziert 20% Weißweine und 80% Rotweine. Und Travis Fuller ist der Inhaber dieses Weinguts und er wird mir jetzt einige Fragen beantworten, die ich wirklich spannend finde. Travis, welcome to Germany. Thank you. First question. Yeah. I see that you are doing Riesling. Give us some ideas of Riesling in Australia. You know, for us it's very strange to put Riesling to Australia. Well, I mean, we've got a wonderful climate for it. And I have to say, the Clare Valley and the Watervale sub-region make the best Riesling in Australia. The reason for that, very similar to Germany, it's about the soil, it's about the aspect of the vineyards, it's about the temperature variation. And in Clare itself, we get this amazing temperature variation from very cold to very warm during the day. I see. Ich übersetze das mal. Natürlich ist es eine Frage des Klimas und des Bodens, die besten Rieslinge hervorbringt. Und das Glück von Killiecanoon ist, dass sie alles haben. Sie haben das kalte Wetter, sie haben die richtigen Böden und sie haben das richtige Klima für die Riesling-Traube. Und für uns als Deutsche, as a German, we are world champion in Riesling. Yeah, so for in us Germany. For us it's very strange to judge Australian Riesling. But I done it before, it's not the first time I drink your Riesling, it's the second time actually we're together. And Lenz and me, we was very close in our idea that outside Europe, it's very, very rare to find such a good Riesling in such a good shape. And wir haben gesagt, wir haben den heute nicht zum ersten Mal probiert, sondern schon zum zweiten Mal. Ich habe ihn mit Lenz schon mal vorher, habe ich dich vorgestellt, Lenz? Ja, du hast mich vorgestellt. Ich habe mit Lenz schon mal den Wein vorab gekostet und wir haben die Entscheidung getroffen, dass es außerhalb Europas kaum einen Riesling gibt in dieser Qualität und uns getraut, diesen Riesling von Australien nach Europa zu holen, weil wir glauben, dass die Varietät unseren Markt breiter und unsere Aufmerksamkeit größer macht für Sachen, die wir sonst eigentlich nie zu Gesicht bekommen würden. Ne? Wir haben, und das ist wirklich ein glasklarer Riesling. Ist strahlend, strahlender, glasklarer Riesling. Ganz anders, als man es vielleicht erwartet. Man hat also bei ausländischen Riesling oft immer so ein bisschen diesen, wie heißt das, matt? Dieses, also so, wo die Strahlkraft fehlt und die Klarheit fehlt. Hat man oft im außereuropäischen Riesling. Hier würde, glaube ich, nur ein Master Sommelier erkennen, dass wir aus Europa raus sind. Glaube ich. Und wie gesagt, große Qualität, große Klasse, große Arbeit im Berg und große Arbeit im Keller. You don't understand nothing, I know, but we just... No, look, I don't speak any German, but I can tell that you love the wine. Yes, it's 100% true. And what we do now, it break my heart, but we need to. We have to change to your reds. Also ich sage, was wir jetzt tun, das bricht mir das Herz, aber wir müssen zu den Rotweinen switchen. 80% seiner Weinfelder sind Rotwein, größtenteils Syrah, was in dieser Gegend auch eher normal ist, aber auch Mourvèdre und Grenache wird angebaut. Und ich würde bitten, dass wir vielleicht mit einem Cuvée anfangen. Das ist ein Blend of Grenache and Syrah and Mourvèdre. Yes, of course. Well, this is the Beaudenay Grenache Shiraz Mourvèdre. It's a trophy-winning wine, a triple trophy-winning wine, including being awarded the best Australian red wine at the IWC in London last year. Genau, er hat gerade gesagt, das ist also nicht nur ein Cuvée aus Mourvèdre, Grenache und Syrah, sondern es ist auch noch ein Wein, der
keine Goldene Kammerpreismünze oder sowas gewonnen hat, sondern eine der international anerkanntesten Weintrophäen in London für den besten Rotwein Australiens. Besten Rotwein Australiens? Ja, ja. Besten Rotwein Australiens. Und wir reden hier also nicht über Kindergeburtstag, sondern wir reden hier über wirklich super erwachsene, großartige Weine, die jeder Jury standhalten und die man auch einfach mal getrunken haben muss, wenn man sagt, ich möchte gerne die Vielfalt des Weins auf diesem Planeten kennenlernen. Und ich bin sehr, sehr, sehr stolz darauf, dass wir euch beide, also mit Lance Moser und mit Travis Fuller, in einem Boot zu sitzen, macht uns als Ruderer sehr, sehr, sehr stolz. Also wir werden dieses Mal ein bisschen schneller rudern, als wir es normalerweise tun. Und wir werden versuchen, diese Erlebnisse auch zu verbreiten und zu verteilen, so gut wir können. Und deswegen sind wir auch heute hier. Und was meinst du? Du musst jetzt dicht an mich rankommen, wenn du diesen Wein erklärst. Na, was mir so Freude macht, ist, dass das Weine sind, die, ich würde sagen, auf der Halbscheid zwischen Europa und Australien sind, weil das Clare Valley einfach sehr, sehr schöne, prägnante, elegante Weine gibt und trotzdem eine sehr starke Typizität in Australien haben. Und das kommt ganz selten vor. Es ist nicht die Breite von Barossa und es ist auch nicht die Enge der Rhone, sondern es ist genau dazwischen. Und da finde ich, hat es einen ganz eigenen Platz in deinem Sortiment. Ein wunderbares Wort, was du gerade gesagt hast. I'm sorry that you don't understand. Yeah. Now we are in between. He's saying they're very elegant. And he says the word Rhone. Der erste Tropfen, den ich auf der Zunge hatte, the first drop on my tongue, reminds me of the very, very high-class Rhone wines. Yeah. No, but the Rhone wines, sometimes they're a cuvée from much more varieties, 13, 14, 15 varieties. But if I would not know exactly that this is Australian wine, and they say this is an European wine, where do you want to put it? I would put it in the Rhone area. I would. And this is nothing negative. And, you know, we love the Rhone area, and the Rhone area is totally underestimated. Also, das würden wir als Rotwein, wenn es ein europäischer Wein wäre, würden wir ihn als Rhone, würde ich ihn als Rhone einordnen. Und das ist überhaupt nicht despektierlich, weil ich finde, Rhone-Weine sind völlig unterbewertet. Man hat die Klasse der Rhone vor 30, 40 Jahren erkannt und dann so ein bisschen vergessen. Und heute ist Rhone-Wein mehr was für Kenner als für normale Weingenießer. Ja. Aber hier kann man eigentlich das erkennen, was die Rhone damals weltberühmt gemacht hat. Ne? I was going to say, I understand the connection to Rhone. I think the altitude and the soil for us gives that purity of fruit, maintains the acidity so that you get a brightness and a freshness to the wine. Wir haben natürlich vier Attribute, die ein bisschen an Rhone erinnern können, weil die Rhone nicht nur die Reife, die Frische und die Strahlkraft dieser Trauben unterstreicht, auch an der Rhone, sondern die sich auch hier im Glas widerspiegelt. Aber es ist kein Rhone-Klon, das ist eigentlich ein Klon aus sehr viel Shiraz, der in Australien anders ist als an der Rhone. Es ist ein anderer Wein und deswegen würde ich jetzt gerne, wenn ihr beide nichts dagegen habt, zum nächsten Wein. Und zwar, wir würden jetzt gerne zu Shiraz switchen. After the cuvée, I would love to switch to the Shiraz wine. Of course. Just while you're pouring, explain what we are in the glass. Yes, so this is our flagship wine, Oracle Shiraz 2006. Of course, you know, the idea of the Oracle is where you go. It's the fountain of all knowledge, and you go there for enlightenment, if you will. And this is what this wine's all about. You go to this wine for enlightenment and to learn. Sorry, I have to translate. This is so cool. Ne? Er hat diesen Wein Orakel genannt. Das ist der Flagship, also das beste Teil seines Weinguts. Das heißt Flagship auf Deutschland, Flagship seines Weinguts. Und Orakel, und es ist 2006 und wir haben 2023. Also wir haben jetzt nichts, keinen Kindergeburtstag mehr, keine Fassprobe, kein gar nichts, sondern wir sind in dem Stadium angekommen, das wir uns eigentlich täglich wünschen. Wir haben die trinkreifen Weine und das Orakel. Zum Orakel geht man, wenn man Erleuchtung sucht. Ach, das ist so schön, das ist wirklich so toll gesagt. Ne? Und wir warten jetzt auf Erleuchtung. Ja.
I mean, here, you just, it's that level of concentration. It's still soft, but you get spice, you get dark fruits. It's powerful, but elegant, still. Wenn man irgendwann mal diesen Moment genießen durfte, und man erinnert sich an Wein und vielleicht die größte Erinnerung ist dieses Samtige, das, was Speichelnde im Hals. Man findet diese Weine gar nicht oft. Das ist überhaupt kein Charakterium, was weit verbreitet ist. Das ist ganz, ganz selten und sehr, sehr, sehr gefragt. Und wenn man das auf den Punkt bringen will, dann ist das, was wir im Glas haben, genau das Richtige. Der erste Impuls ist das Samtige, das Geschmeidige und das, vor allen Dingen die Tannine, die ja vielen Leuten das Gefühl von Lippe an den Zähnen kleben, sind hier drinne, aber sie sind genau so, wie man sich Tannine wünscht. Es gibt immer die guten Tannine und die eckigen Tannine, die runden und die eckigen. Und manchmal hat man das Glück, dass Weine sehr tanninreich sind und die Tannine sind so, wie man sie wünscht. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die dann so samtig und so elegant und so trinkig sind. Und hier ist jetzt, sage ich mal, die Essenz, vielleicht sogar die Quintessenz dessen, was man sucht, wenn man diese Weine liebt. Und diese Weine, die lieben nicht nur erwachsene alte Männer, sondern die lieben auch junge Frauen. Ja. Und das ist ein Erlebniswein. What I say, it's not just a wine for every day or something. This is a wine for a very special experience. It's an experience wine. Because what you put in your wine is very difficult to do. You need the right wedge, you need the right mancraft, you need the right handcraft, you need the right weather, and also you need the right brain to import all these attitudes in such a wonderful wine. And this is by far, the best Australian Shiraz I drank in the last 10 years. Maybe before, but there was a great time of 10 for Strange Things. There was in that time state of the art. Yeah. I guess we beaten them with that by far. Yeah. Ich habe gesagt, ich habe bestimmt 10 Jahre keinen australischen Shiraz mehr in dieser Qualität trinken dürfen. Und das sage ich nicht, weil hier eine Kamera läuft, sondern das sage ich aus dem tiefsten Inneren meines Herzens. In den Nullerjahren oder so, als wir noch viel Penfolds Grange und viele Bins von Penfolds probieren durften. Da waren welche dabei, die manchmal diese Klasse hatten. Und auch eine andere Charakteristik, aber die Klasse, die Qualität. Aber ich habe seit 10 Jahren sowas nicht mehr getrunken. Und ich habe aber in den 10 Jahren Penfolds Grange getrunken. Also das ist, wie gesagt, das ist einfach nur geil. And it stays with you. Just persistence, just long as well. Genau, wir haben also nicht nur ein gutes Mundgefühl, einen guten Geschmack, sondern es bleibt bei dir. Also wir Weinfreunde sagen, es hat einen langen Schwanz. Und bleibt lange im Hals. Es ist ein wunderschöner Wein. Very proud on you. Very proud. Very proud. Thank you. On you. Very proud on you. Ich bin sehr stolz auf dich. Proud. Of you. What do you say? Proud of you? Thank you. Proud of this. Proud of me? Yeah. Proud of the wine. You know. And proud to meet you here in Germany. Yeah. Thank you that you jump over. Yeah. Danke, dass du ihn gefunden hast, dass du ihn in unser Paddelboot reingebracht hast. Und jetzt lass uns rudern, Alter. Let's row. He bring you in our boat and now we have to row. I like that saying. Very much. Tolle Erfahrung, toller Clip, tolle Leute. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Hey. Cheers.